Welcome to 24-Hour German. Let's follow Sally and John as they spend their first 24 hours in the city of Düsseldorf. You'll see and hear native German speakers like this talking directly to you. Nein, tut mir leid, ich spreche kein Englisch. There will be subtitles, both in German and English. Then we will freeze frame the speaker, and either Sally or John will respond in German, again with subtitles. There will be a pause when you are invited to copy that response. Finally, you'll hear the reply again for you to compare your pronunciation with perfect German. Kein Problem, ich spreche ein bisschen Deutsch. So let's start by taking a taxi. Mit dem Taxi zum Hotel fahren. Ich möchte bitte zum Hotel Imperial fahren. Ich möchte bitte zum Hotel Imperial fahren. Zu welchem Hotel? Kennen Sie die Adresse? Ja, ich habe sie hier. Ja, ich habe sie hier. Ja, das kenne ich. Was kostet die Fahrt? Was kostet die Fahrt? Hier sind wir, das Hotel Imperial. In Ordnung. In Ordnung. An der Hotelrezeption. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich heiße Evans. Guten Tag, ich heiße Evans. Ich habe ein Zimmer für heute Nacht reserviert. Ich habe ein Zimmer für heute Nacht reserviert. Herr Evans, ja, richtig. Wir haben Ihre Reservierung. Sie haben ein Einzelzimmer reserviert. Stimmt das? Nein, es war ein Doppelzimmer. Nein, es war ein Doppelzimmer. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich kann Ihnen ein Doppelzimmer geben. Mit Bad? Ja, mit Bad oder Dusche. Ja, mit Bad oder Dusche. Was kostet das Zimmer? Was kostet das Zimmer? Mit Frühstück? Mit Frühstück?
Ja, mit Frühstück. Ich möchte ein ruhiges Zimmer mit Klimaanlage. Ich möchte ein ruhiges Zimmer mit Klimaanlage. Ja, natürlich. Ich nehme es. Ich nehme es. Sehr gut. Wie lange bleiben Sie bei uns? Wir wollen 3 oder 4 Tage bleiben. Wir wollen 3 oder 4 Tage bleiben. Gut, bitte unterschreiben Sie hier. Hier ist Ihr Schlüssel. Sie haben Zimmer Nummer 6. Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Ab 8 Uhr. Dann wecken Sie mich bitte um 7 Uhr. Dann wecken Sie mich bitte um 7 Uhr. In Ordnung.